Hallo und willkommen zurück zu Overdone 3. Und die Musik ist zu laut. Moment, das haben wir jetzt. So. Okay. Ja, wir gehen jetzt den Kampf nochmal an. Danach wahrscheinlich nochmal und nochmal und nochmal, bis er endlich geschafft ist. I will say what I have to say, then what happens will happen. Who are you? What did you become weaver of the wagon? Please. Okay. So. Dann sollten wir direkt den hier verwenden, um uns wieder bewegen zu können. Ja. Wir sind ja jetzt da nicht besonders weit gekommen. Der wird natürlich jetzt auch wieder heute auf mich zulaufen. Okay. Und die portet sich dann rüber. Wobei, da verwenden wir auch erstmal noch Sachen. Assault Blessing, Hasted und War Chant. Mhm. Und ja, ich glaube, der Rest ist jetzt eher. Man könnte noch wen rufen. Major 8. Den da rufen. Mhm. Und dann orten. Gut, er kann sich jetzt frei bewegen. Dann setzen wir den. Direkt mal hinten in Sicherheit. Was heißt in Sicherheit, aber von den ganzen fieseren Gegnern weg. Yeah. Passt. Versuchen wir mal zuerst den hier zu zerstören. Vielleicht können wir den Drachen umdrehen, dass er den angreift. Der holt sich den noch dazu. Drei. Da kann nur einmal, okay. Uff. Na, damit würde ich halt den Bösen da auch noch treffen, was ich jetzt eigentlich nicht will. Dann fokussieren wir uns erstmal auf den. Das ist nicht so gut. Die halten halt auch schon eine Menge aus. Mhm.
Wunderbar. Bitte nicht kaputt machen. Sehr gut. Heal. Das Pet, der da ist dran. Der läuft jetzt jedes Mal weg. Dir. Okay, dann wenn wir mal hier diesen Warcry machen, Weakness. Kann sich überhaupt nicht bewegen, ne? Ich glaube, im Hellhound mache ich keinen Schaden. Ich müsste die ja irgendwie wegbekommen. Machen wir mal das. Wenn das jetzt verhältnismäßig wenig Schaden war. Damit töte ich meine eigenen zu sehr. Treffe ich zwei. Das ist zu wenig. Machen wir den hier noch. Das lohnt sich eigentlich noch nicht. Ah, okay, da geht voller Schaden drauf. Können wir den gerade wegmachen. Mist. Okay. Er ist ja auch gedazed. Nehmen wir den hier. Okay. Normalerweise müssten wir jetzt ja heilen. Ich mach mal den da. Wenn die sich auch wieder bewegen. Dann den. Dann machen wir nochmal einen Heal. Oder aber, wir machen es anders. Na, dann greifen die alle den an, das ist auch nicht besser. Kostet 80 Fatigue, dann ist es natürlich jetzt auch schon so ziemlich leer. Und eigentlich brauche ich den Heal ja noch gar nicht. Wir könnten einen Group Heal nehmen. Das hilft uns aber nur über eine Runde. Die sind auf jeden Fall wieder frei. Ja, mach mal so. Ja, der will einfach nicht. So, die Spinne ist dran. Mhm. Rüber. Weg. Und der Magier. Die müsste jetzt die Heilungen raushauen. Rupiel. Das reicht aber nicht. Rupiel. Dann zwei Schritte bewegen, um hier ein bisschen Abstand wieder zu bekommen. Und dann machen wir hier Schaden drauf.
aber... Die Turret ist gleich leider weg. Aber die stehen jetzt alle in der Suppe. Dafür haben wir keinen... ich glaube, der Group Heal, der nutzt jetzt nicht so viel. Schießen wir. Ich weiß auch nicht, bis wo sich das maximal ausbreitet. Das hier könnte immer noch zu wenig sein. Wir haben jedenfalls jetzt alle die Seuche drauf. Okay. Dann bauen wir könnten wir noch so einen bauen? Ja. Okay. Sich halt immer noch nicht bewegen. Wir müssten hier die nächsten noch kaputt machen. So, da machen wir einen Speedburst auf, also Frenzy drauf. Auf die drei. Nicht unten drauf. Okay. Wir könnten mit zwei Group Heals benutzen wir die. Eins, zwei, dann ist der wieder ganz gut dabei. Und einmal mehr Schaden machen. Weg. Das ist der Ogre. Oder Titan. So. Der sollte gleich wegsterben. Dann nehmen wir uns den vor. Oder wir machen den jetzt mal kaputt. Kann der nämlich auch keinen Schaden mehr machen. Ah, ja. Okay, aber durch die Group Heals, die ich einfach hier drauf verwendet habe. Ja, Gorlas was actually foolish enough to think that his flunkies would be able to slay you. Not so much of a tactical genius after all. He points at you and shouts, enough of this, Embril, Charyana, feet on the hand. Mhm. Dann sollten wir jetzt wohl die Drakes kaputt machen. Ich könnte einmal ein Group Heal machen, damit die Turret da unten noch überlebt. Weil wenn die weg ist, habe ich ein Problem. Machen wir das. Shit.
geholt, hat niemanden weggekickt. Okay. Kann sich leider nicht bewegen. Kann also nur schießen. Nehmen wir den. Und dann haben wir den auch. Ja, ich weiß nicht, was passiert, wenn der stirbt. Ob der dann angreift und stärker wird. Deshalb greife ich jetzt noch zusätzlich den an und mache ihn gleichzeitig tot quasi. Okay, greifen wir hier an. Das war der Titan. Der wäre quasi im Eimer, wenn ich, ne? Nicht direkt. Ja, machen. Ah, okay, lebt noch. So, der Burst ist hier schon wieder abgelaufen, den könnten wir neu machen. Ja, machen wir auch. Und dann greifen wir den da an. So, und der muss gerade den neuen Titan holen. Sonst könnte hier einen von wegpusten. Der stirbt wahrscheinlich sowieso gleich. Okay. Die Turret ist weg. Okay. Golath is completely prepared for this for his own death. What he didn't realize was how much the loss of one of his beloved dragons would wound him. He rises from his throne. You Avedon Vermin, I will die crushing you. Er lebt noch. Okay. Holen wir eine Turret raus. Das Problem ist, dass die da jetzt extrem scheiße steht. Ein Heal wäre natürlich jetzt super. Drei Runden bräuchte ich dafür noch. Ich kann natürlich auch was trinken, dass es schneller geht, aber ich glaube, ich greife jetzt lieber an. So. Die Spinne muss da weg, dann kann die sich da hoch teleportieren. Er stellt sich dahin, greift aber nicht an, damit der nicht dran vorbeikommt, gleich zu der rüber. So, was können wir hier machen? Einen Group Heal. Die muss ich gleich selber heilen. Besser wär's da wahrscheinlich, einfach ordentlich Aua zu machen. Oder die da wegzubekommen. Aber ich habe hier eine ganz gute Tankfront dann. Okay. Ich dachte eigentlich, dass die zuerst rankommen würde, aber der ist jetzt da durchgeschlüpft. Okay. Was machen wir da jetzt? Den müssten wir töten. Und dann können wir einen Heiltrank trinken.
Okay, dann haben wir den. Die Spinne. Jetzt mal die hier zwischen. Machen den da weg. Ah, okay, Corruption ist drauf. Okay, dann machen wir den hier kaputt. Sehr schön auch angeklieft. Oh, okay, ordentlich. Der muss sich auf jeden Fall jetzt selber heilen. Eigentlich wollte ich den ja nach oben porten, aber das ist wahrscheinlich gar nicht so gut jetzt. Ja, der heilt sich selber. Wieder voll. Und dann müssten wir den hier wegbekommen. Okay. Da haben wir jetzt zwar den vollen Heal wieder, aber der lohnt sich gerade nicht. Er hat leider noch volle Hitpoints. So, und dann trinkt er einmal. Okay. Gut. Die Spinne ist wieder weg. Dann haben wir dann was Neues. So, und dann müssten wir den wahrscheinlich erstmal wegbekommen. Der steckt jetzt da leider komplett fest. So, da kommt niemand rüber gerade. Konzentrieren wir uns auf den. So viel hält er nicht aus. Müssen wir wieder einen Heiltrank trinken. Der kann ja leider kaum Schaden machen. Aber jetzt kritisch. Pets. So. Werfen wir noch einen Speedburst an. Und dann weiter auf den. Halb tot. Moment, da schaue ich mir noch was auf. Hi, Chief Olaf heißt der, okay. Ja, muss ich wieder einen Heiltrank trinken. Passt schon. So, danach kann ich einmal die Heilung verwenden, dann können wir die ganze mitheilen. Aha, der ist gestunt, sehr schön.
Dann sollte der sowieso tot sein, bevor der nochmal drankommt. You deliver the death blow to Golas, leader of the enemy warborn army. He falls to his knees, making the stone shake under your feet. He knows that his wound is mortal and he looks at you. He starts to say something, but then he changes his mind. He looks angry, then confused. Then he slumps to the ground, dead. Whatever he wanted his last words to be, he didn't want you to hear them. Once he is dead, the spell on this place fades. The green tendrils start to fade and the gate out begins to open. The path to Delas is clear once again. You suspect that victory is very close. Noch sind die Tendrils drauf. Turret ist auch weg, aber das passt schon, das stirbt jetzt eh. Jo, wunderbar. So, was haben wir denn? Iron Breastplate. Toll. Dragskin nehmen wir mit. Blessing Crystal. Haben wir natürlich jetzt auch haufenweise Zeug verbraucht. Dreadnought Breastplate. Naja, die ist leider nicht so gut wie die. Aber schon ganz schön gut. Avengers Greaves. Hostile Effect Resistance plus Melee Damage. Die sind schon sehr gut. Verwenden. Okay. Dann kann der aber die verwenden. Und die kann das verwenden, oder? Oh. Hostile Effect Resistance? Hostile Effect Resistance. Was, weil da ein Enhancement drauf ist? Da ja auch. Können sie untereinander sehen. Armor 10%. 2% mehr Resistance. Und eine andere Verzauberung, aber. Ich würde sagen, dass das besser ist. Vielleicht, weil das keine Stärkeanforderung hat. Keine Ahnung. Okay. Achso, das können wir gerade noch überreichen. Der hier ist geschlossen. Aha. Nix Geheimgang. The pathway splits here. The main gate is to the south. You can hear shouting and explosions. Commander Ellis and Zethron have maintained their fierce diversion far longer than you expected. If you head that way, the worst of their forces will see you. To the east, you can see the central arena. There aren't any guards. They must all have run to the main gate. You finally have access to the core of their complex. Schrott.
Das sind böse. Ein Flinger. Der ist jetzt nicht so wahnsinnig stark. Aha. The wheel was made for Titans, but you managed to summon up enough strength to turn it. Ja. Bringen wir den hier auch gerade noch um. Brauche ich jetzt auch nicht buffen oder so. Das ist so Geschichte hier. Okay. Okay. Damit hätten wir den Durchgang frei. Gehen wir mal da rein. Oh, ist too complicated. Na gut. Dann halt nicht. As you get closer to the arena, Nathalie starts muttering to herself. A faint glow appears on her hands and forearms. She winces in pain. The power irritates her old battle scars. You recognize the first steps of Nathalie's battle preparation. This is the usual prelude to her unleashing a considerable violence. She says, "If we see Deles, I'm not going to give him time for his tricks. Redbird will see that I can complete a mission." Uh-huh. That is wise. Nobody we see is going to be a friend. Calm down, there might still be room for diplomacy. I'm still in charge, Nathalie. Attack when I say so. Nimmer das. Nathalie nods. Of course, I just hope you are decisive. That creature will use any weakness against us. We should have killed him years ago. You finally enter the main arena. This is a staging arena where warriors prepare before emerging in front of the cheering crowds. Later, they return here to bandage up or have their bodies prepared for burial. What surprises you is how quiet the arena is. No guards, no warriors, no audience. You hear the battle at the front gate, but these halls are still. The gateway into the arena is open. You prepare yourself for the final confrontation. Das ist auch kein Geheimgang da. Das hier sieht verdächtig aus. Da ist aber keiner. You step out into the arena. It's smaller than you expected. The arenas of the Tavern Empire are large enough for major battles. This clearing is barely suitable for a small skirmish. In fact, it's not even ready for a fight. It has been set up for a meeting. A long wood table has been hauled out into the center. There's only one person here. An old tavern man stares at you from the far side of the table. The ground between you and him glows, enchanted with defensive magic. He means to keep you at distance. He says, "Come forward, Kodonor, please. I will not harm you. I only want to meet you at last." You approach your end of the long table. It's a sad, lonely sight. A grand meeting was to take place here. There are refreshments, goblets, papers ready to sign, all abandoned except by the lone tavernite. You get a look at him. He's an old, plain man in robes. No weapons, no wands, just a politician, someone you'd never pick out of a crowd. Then he speaks, and you instantly recognize his voice.
This at last is Deles, leader of the enemy. Welcome, Cordano. I am leaving now. I have to prepare for the end. First, I wanted at least one chance to meet you. We have little time, but we can have a productive chat. What happened to your meeting? I suppose this is some sort of clever ambush. No, the Warborn are fleeing by any route they can find. Their mighty warriors scared off by your ridiculous little force. In the end, it took very little to defeat the mighty leaders of the Warborn. Deles is trying to seem calm and casual, but his irritation comes through easily. He has spent many long years trying to organize and direct this free-spirited Warborn, all for naught. What happened to the leader of the Titans? High Chief Golas, you killed him. I watched the battle through one of the gates. He died thinking his death wasn't a waste. The brave fool. What happened to the leader of the ogres? Ogres, brave, mad creatures. I wish I'd never heard of them. Anyway, about an hour ago, the war chief and his escort ran out the front gate to charge your little camp. Then your dragon ate them. What happened to the leader of the wretches? Deles laughed. The moment we learned a hand of Avedon had snuck into the arena, the leader of the wretches disappeared. Those creatures probably dug themselves an escape tunnel the moment they arrived. I admire wretches. They will outlast us all. Why are you here to parley with me? Because the Age of Chaos is almost over, the war ending. When I left the tavern to deal with my allies, there was still a little hope. That is gone. There is a long pause. Deles looks, for the last time, for a way to avoid the truth. He doesn't find one. We have lost. You have lost? Is this some sort of trick? Tavern cannot throw off the cruel chains of the Pact's Empire alone. We needed allies. These have been stripped away. Redbeard outplayed me at last, and you were his tool. You can't give up. I wanted to find a way to help you. I don't really think you have given up. This is a trick. What you believe doesn't matter. Events to come will prove me right. Yet, believe me, if you hadn't disrupted this meeting, if I had won here, we would not be talking now. I would be sitting in the stands watching your execution. But that didn't happen. Now I must do what I have to do. I am done here. Before I go, I have one question. Ask what you need to. Deles nods. Redbeard sent you here, a tiny force, deep into the fortress of the enemy, to kill me, no doubt. This was a suicide mission. He did not expect you to survive. Do you realize this? I never thought I was in real danger. Redbeard only expected me to do my duty. But you didn't do your duty. You didn't catch me. And yet, you will return alive. Redbeard wanted two things, and neither happened. Now you will return to him. Old, sick, infected by corruption. Mad. You have disappointed him greatly. He will do what he must. He is a true keeper. I will find a way to survive this madness. Ja, und was zweite? You can try. In the end, all of Redbeard's servants fall to his suspicions. All keepers go mad in time. That is why it is the job of you hands to decide when he is past his usefulness. When he must be brought down. However loyal you are, that is his duty. You start to respond, but he holds up his hand. You want to debate? To slow me down. This was enough. If you want to talk more, use the crystal. I have to go now. Where are you going? Deles sighs. His brave facade fails him. He looks like a tired, lonely old man. Home. Home at last. For the final time. My job here is done. I'm just going to get my next set of orders. We will see each other again. I will hunt you down. I don't doubt it. I might even be counting on it. It's out of your control. You are Redbeard's creature, after all. Goodbye, Cordano. I think I would like to meet again. I don't think we will, though. He turns and walks toward the trapdoor. Try to stop him. You try to run across the enchanted ground. The spell that holds you back is already losing its power. However, you are far too slow to stop Deles. He bends down and opens the trapdoor. From the way he moves, you suspect he has serious back trouble. Then, carefully, he climbs down the trapdoor, closes after him. Deles is gone. The meeting was prevented. The Warborn Alliance has been disrupted. You are victorious.
Schön! The Warborn. Quest The Warborn. So. Hier haben wir noch Sachen zum Mitnehmen. Zip, zip, zip. Aha. Ja. Ups. Das wollte ich nicht wegklicken. This gruesome cavern is just under the main arena. Blood, limbs and other unsavory remnants of battle are pushed through the gates and end up down here. The floor is slick with fat. It is disgusting. Yet there are also grates in the floor down here. There are more chambers below your feet. You are at the top of the tall shaft. Who knows how far down it goes. Da geht's noch mal weiter runter. Naja, das hier ist ja abgeschlossen. Das nutzt mir also jetzt nicht so wahnsinnig viel. Da kommen wir noch nicht durch. Dann müssen wir wohl weiter nach unten. Walking Cave Slime. Naja, gut, da wird mir nichts passieren. Ja, ich hätte vielleicht auch einen Stufenaufstieg machen sollen. Machen wir die halt erst noch tot. Tjo, das ist jetzt nicht so gut. Na gut. Kann sich frei bewegen. Ist ein bisschen bösartiger. Aha. Muss ich jetzt. Auf jeden Fall heilen. Shits. Heal Scroll habe ich auch nicht. Damit bin ich dann wahrscheinlich im Arsch. Okay, machen wir erstmal den Stufenaufstieg. Endurance.
Steigern wir den noch einmal und den auf 6. Okay. Dann wollte ich da Dexterity steigern? Nimmerstärke. So, den können wir noch auf 7 bringen. Dann bringen wir das auf 7. Weiter Endurance. Und das auf 7 bringen. Ja. Weg. Den noch. So, die nächste Runde muss ich auf jeden Fall heilen. So. Mit dir. Geht nix. Na komm. Ach, da geht's hin. Aha. Das kann ich auch mal aktiv machen. Hängt nicht mehr fest, dann laufen wir mal. Jetzt eh drauf gehen. Und fertig. Passt. Fünf. Oh, da war noch einer.
Liegt was? Old Ring. Naja. Jetzt noch tiefer runter. Chained Incubus. At the bottom of the shaft you find a magical workshop or prison or something. A prisoner is shackled up in the center of the hall. The creature is an infernal and it's been locked up here, forgotten for centuries. When you enter, it turns to look at you. It makes an incoherent gurgling noise. The endless years down here have driven it completely mad, which, for an infernal, is saying a lot. As you face the mad demon, you can't help but notice what a great secret lair this could be for any demanding and self-respecting dangerous monster. When you get close to the infernal, it finally notices you. Rage and hunger overwhelm it. It stands to scream and it doesn't stop. The gate behind you begins to close. Then you discover that this infernal wasn't the only one held down here. It was just the visible prisoner. Insubstantial forms appear around you. Then they begin to grow more solid. These creatures were probably brought up to fight in the arena, kept to test ambitious warborn warriors. Now they will test you. Inkus calls for more. Ach, das sind alles nur. Okay. Also müssen wir uns wahrscheinlich auf den konzentrieren. Und er ist immun. Das heißt, er ist auch gegen den normalen Angriff immun. Das werden aber dann schon ganz schön viele. Der macht wahrscheinlich genau nichts. Der nimmt halt extrem wenig Schaden. Drei, Wahnsinn. Kommt noch was bei rum. Er hat jetzt hier ein Problem. Er ist auch immun. The mad infernal in the center of the room finally breaks its chains. It rushes toward you, claws out, lost to mad berserk rage. Maybe once this was
When the warriors fighting in this cave were let free, their bravery and skill proved. Nobody is here to let you out now. It will have to fight to the end. Der macht mir jetzt Sorgen. Ja, okay. Jetzt. Der macht auch ordentlich Aua. Dann verwenden wir hier mal. Speed Burst und ein Heal. Autsch. Okay. Ja, müssen wir ja schon. Oder ich muss Heiltränke trinken, aber die anderen sind auch alle im Arsch. Also trinken wir einen davon und machen hier einen Heal drauf. Die kann natürlich jetzt hier nicht so viel tun. Auf Lightning. Ja, das hat ja nicht lang gehalten. Na. Ja, der Kampf ist auch nicht ohne. Okay. Dann laufen wir mal zurück in die Ecke. Und alles zurück. Die bleibt dann vorne stehen. Und die... Ja, das. Ich könnte da schon eine Heilung rausmachen, aber ich glaube, ich mache das erst nächste Runde. Da haben wir ja noch den draußen, der kann auch einfach schießen, auch wenn das jetzt nicht wahnsinnig viel Schaden macht. Der muss auf jeden Fall den machen. Mhm.
Ja, das ist so ein kleines Problem, dass sie sich auch hier rüber porten können. Ich glaube, das ist besser investiert, wenn ich hier angreife. Der ist aber ja auch immun. Da kann ich jetzt hiermit auch nicht so wahnsinnig viel machen. Aber die normalen Angriffe, die tun halt auch nichts. Lightning, 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 Speed Burst, Scroll, Lightning. Inferno Bolts. Aber Inferno ist halt auch Feuer. Calling. Dann holen wir uns da noch einen. Und dann schieße ich einmal da drauf, wenn das nicht sinnlos ist. Ja, nächste Runde wird geheilt. Da können wir drauf stürmen, denke ich. Naja. Bisschen wenig gestorben. Dann machen wir mal einen Warcry. Für drei Runden ist eigentlich auch nicht so wahnsinnig sinnvoll. Naja, machen wir trotzdem. Und. Jo. 18 Schaden. Können wir damit jetzt ein paar mehr erwischen? Ja, das ist okay. Und das ist auch ganz gut. Gut, warte da drauf. Die hängt jetzt fest dort. Greif mal den mit dem an. Der wird weiter drauf schießen. Der muss den hier loswerden, aber dann kommt der nächste. Das macht auch keinen Sinn. Kann besser nach vorne laufen. Problem wäre, dass der jetzt theoretisch auch abbiegen könnte und sie angreift. Angreifen könnte. Lightning. Das ist okay, treffen wir halt den Hund. Also dann machen wir noch eine. Was war das? Lightning da oben. Sehr schön. Das ist die Spinne. Ja. Der muss sich jetzt heilen. Ja, das war nicht so gut. Die muss sich selber heilen. Problem wäre jetzt, dass der mit einem Puster auch die erwischen würde. Oh, das war viel Schaden. Aha.
Ja, weiter drauf. So, und die muss ich mit Heiltränken behelfen jetzt. Hoffentlich nicht sterben. Na gut, dann mache ich hier einen Schnitt und dann schauen wir uns das beim nächsten Mal weiter an. Aber viel hat er jetzt hier nicht gefehlt. Theoretisch könnte ich das jetzt auch schaffen. Wobei, was ich noch gerade ausprobieren kann, ist, ob die verschwinden, ob der Kampf gewonnen ist, wenn der tot ist. At last, the trial is complete. The gate opens, letting you free. You might not be the first person put to the test in this cave. You are definitely the last. Okay, alle anderen müssen wir auch töten. Gut zu wissen. Ja gut, dann werde ich das beim nächsten Mal nochmal angehen. Und wie gesagt, ich spiele ja so, dass ich niemanden irgendwann sterben lasse. Also dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann!